mit dem Bericht Ihnen zeigt der Standort eigentlich, dass es in der Sozialhilfe in der Stadt St. Gallen gut läuft, dass der Standort sagt, wir tun die Sozialhilfepolitik, die wir jetzt haben, fortsetzen. Wir wollen aber auch klares Zeichen an die kantonale Sozialhilfegesetzrevision, die bevorsteht, anbringen, dass wir sagen, die soziale Existenzminimum muss gewährleistet bleiben. Das ist umstritten im Kantonsrat. Wir sagen, dass man Gemeindesolidarität einfordert. Es gibt Gemeinden, die mehr belastet sind, es gibt Gemeinden, die weniger belastet sind. Und wir sagen auch im Kanton, dass wir einen vernünftigen Finanzausgleich haben, dass die stark belasteten Gemeinden eben auch entlastet werden können. Und zu denen zählt natürlich auch die Stadt St. Gallen. Immer ein Thema ist Missbrauch in der Sozialhilfe. Und da sind wir eigentlich recht stolz, dass die Stadt St. Gallen bereits 2008 Missbrauchsrichtlinie erarbeitet hat. Also bevor die Stadt Zürich eigentlich mit der Thematik konfrontiert worden ist. Wir haben hier Richtlinien entwickelt, die vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Fundament geben soll, wie kann man dieser Thematik entgegnen. Wir kennen das Acht-Augen-Prinzip, wir kennen regelmäßige Abforderungen von Auszügen, wir kennen die Prüfung von Mietverhältnissen, wir sind in engen Kontakten mit dem Einwohneramt, um zu schauen, wohnen die Leute überhaupt noch da. Das sind ein paar Beispiele im Zusammenhang mit diesen Richtlinien.